Ja, Rocky Krone hier, rechts neben mir. Ist richtig, ja, hallo. Grüß dich, schön, dass du Zeit gefunden hast. Hoi, hallo. Ja, am Samstag, Heimspiel. Noch 10 Spiele sind zu spielen für den SCP. 30 Punkte sind noch zu holen für den Klassenerhalt. Wie sind deine Aussichten für den Tabellenführer? Ja, Heidenheim ist auf jeden Fall ein schwieriger Gegner. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie von der Stadt gehört. Ist das groß hier in Deutschland, Heidenheim? Wo ist das? Mhm. Kennst du das? Südlich von Münster, nicht relativ groß. Ja, also wie gesagt, noch nie davon gehört, aber ich stehe in der Tabelle ganz gut da. Und aber wir haben breite Brust, wir haben hier Derby gehabt, 1-1. Ich habe hier auch wieder gut getroffen, das letzte Spiel, und gegen Unterhaching Big Point, sagen wir in Holland. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist. Big Point war das? Ja, richtig. Und deswegen denke ich, dass wir hier uns gegen Heidenheim nicht verstecken brauchen. Ja, du hast es gerade angesprochen, Big Point gegen Unterhaching, 2-1, wie war das für dich, den entscheidenden Treffer? Ja, ist natürlich schön, dass ich getroffen habe, klar, wichtig für die Mannschaft, ganz wichtig, und wir trainieren jeden Tag, immer vor die Tor stehen, Ball annehmen, schießen, und wenn das dann im Training klappt, dann heißt es nicht, dass es auch in die Spiel klappt. Und darum war das dann auch ganz schön, als es dann so funktioniert hat und dann mit den ganzen Fans, die da mitgereist waren, war sensationell natürlich. Ne? Sensationell, ja. Toll, toll. Glaubst du, aufgrund deines Siegtreffers und deines guten Einstandes in Haching, dass es für die Startelf gegen Heidenheim reichen könnte? Ja, ist schwierig. Trainer fällt die Entscheidungen in die Endeffekt, und darum... aber eigentlich muss ich sagen, kommt er an mir nicht mehr vorbei. Ich bin viel größer als er, ich habe ein breiteres Kreuz als er. Er kommt nicht an mir vorbei, wenn ich in die Tür stehe. Und dann mache ich einfach Druck, dass ich spielen will. Aber wie gesagt, dann müsste er und Baba entscheiden. Aber ich bin fit, ich bin bei 120%, ich brenne. Und ich will unbedingt Spiele gegen Heidenheim. Noch ein Wort vor dem, wichtigen Spiel gegen Heidenheim an die Fans? Ja, liebe Fans vom SC Preußen Münster, ich bin's, euer Rocky. Schön, dass ihr hier zuhört, und ich hoffe, dass ihr alle zahlreich in die Stadion kommt und uns so super unterstützt wie im Derby und auch in die anderen Spiele überhaupt. Ihr seid ganz wichtig, ihr seid der 12. Mann, und ohne euch ist das ganz schwierig, hier in dieser Saison noch die 30 Punkte zu holen, die wir holen können. Und ich bin mir aber sicher, dass wenn wir zusammenhalten, dass wir zusammen 30 Punkte holen, und dann gucken wir mal, wo die Reise hinführt. Ja, besten Dank für deine Zeit. Und kein Dank, kein Dank. Viel Erfolg gegen Heidenheim. Ja, bedankt auch. Danke. Ja, tot ziens.